Reading Book Channel. Mehr Spaß an Büchern. Ich war in der 50 Shades of Grey Premiere, um euch einen kleinen Einblick zu verschaffen. Ich hatte meine zwei Kameramänner dabei und ich glaube, die sind ihr Leben lang jetzt traumatisiert, weil die in so einem Film auch noch in der Premiere waren. Im Allgemeinen fand ich den Film ziemlich lang und am Ende auch sehr langatmig. Ich meine, der hat jetzt auch Überlänge, ne? Aber die Umsetzung des Buches fand ich allerdings sehr gut gelungen. Vor allem dieser E-Mail-Verkehr, das fand ich richtig cool. Ich wusste nicht, wie die das darstellen, aber die haben das wirklich so gemacht, dass die Hauptprotagonisten, also Anna und Christian, vor dem Laptop jeweils sitzen und dann immer der Chatverlauf aufploppt. Und ja, das fand ich ganz cool, vor allem, weil das auch alles auf Deutsch da stand und nicht auf Englisch mit deutschem Untertitel. Also fand ich das ganz cool, dass die Animationen da extra geändert wurden fürs Deutsche. Und auch so, die Konversationen waren eigentlich wie aus dem Buch, also wortwörtlich übernommen. Und ich fand das vor allem für die Fans eigentlich echt cool gemacht. Vor allem das Zitat, ich schlafe mit niemandem, ich ficke hart, war nicht nur amüsant für meine Kameramänner, sondern fand ich auch ganz cool als Beispiel dafür, dass es halt aus dem Buch wortwörtlich übernommen wurde. Ich fand es halt nur irgendwie seltsam, wie schon damals im Buch, die ganze Zeit kommt nichts und plötzlich werden da was für Wörter ausgepackt, wie ficken, ne? Also das ganze Buch lang hat man nichts gehört und plötzlich kommt dieses harte Wort und so war das halt auch irgendwie im Film, was ein bisschen irritierend war. Die betrunkene Szene, wo Anna halt im Pub ist mit José und Catherine und auf den Abschluss dringt und wo sie dann halt Christian anruft im betrunkenen Zustand, während sie auf dem Klo wartet, fand ich sehr gut gemacht und war auch schauspielerisch sehr, sehr witzig. Im Film wurden ziemlich viele Szenen weggelassen, die im Buch vorhanden waren. Einerseits, glaube ich, zum Guten, aber leider auch irgendwie zum Schlechten hin. Zum Guten ist, dass zum Beispiel die Tampon-Szene weggelassen wurde. Darüber bin ich heilfroh. Ich weiß nicht, ob der das noch so im Kopf hat, aber jedenfalls ist das so, dass die Anna bei ihrer Mutter zu Besuch ist und der Christian dann plötzlich kommt und sagt, hey, ich bin hier, ich habe hier ein Hotelzimmer. Und im Buch ist es halt so, dass sie dann aufs Zimmer gehen und dann die Tampon-Szene kommt. Mehr will ich da jetzt nicht ausführen. Ich bin da heilfroh drüber, dass ich das nicht sehen musste. Ich glaube, es wäre richtig eklig geworden. Und für die Schauspieler wäre es, glaube ich, auch nicht so die geilste Szene in ihrem Lebenslauf gewesen. Und was ich schade finde, welche Szene weggelassen wurde, ist, dass es ist ja so, dass Anna eigentlich in Seattle arbeitet und deswegen auch dorthin gezogen ist. Aber im Film ist das halt überhaupt nicht so relevant. Die arbeitet nirgendwo und ich finde es halt irgendwie komisch, dass es so rüberkommt, als würde Anna den ganzen Tag nichts tun und sich einfach bei Christian durchgammeln. Und es ist halt genau das Gegenteil. Im Buch ist es halt so, dass Anna sagt, nein. Ich verdiene mein eigenes Geld und ich gebe auch mein eigenes Geld aus und ich gammel mich halt nirgendwo durch. Und ich finde, diesen Charakterzug, der wird im Film einfach dadurch überhaupt nicht verdeutlicht. Und ich glaube, wenn man irgendwie gezeigt hätte, dass sie auch arbeitet, auch selber, wäre dieser Charakterzug irgendwie ein bisschen mehr durchgedrungen. Die Sexszenen fand ich eigentlich ganz okay. Also es war halt ab 16 ist ja der Film und dafür war das voll okay. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt nicht ab 18 irgendwie gesagt, weil sie waren halt dargestellt, wie finde ich, in ganz normalen Filmen. Also, ne, man sieht eine nackte Person und die regelt sich ein bisschen. Das ist ja auch normal in Filmen. Es ist in dem Film vielleicht ein bisschen öfters passiert, weil davon lebt Shades of Grey, ja. Aber so besonders fand ich die jetzt nicht, wie bei anderen Filmen. Zur schauspielerischen Leistung oder generell zu den Schauspielern ist halt zu sagen, Shades of Grey ist ja eigentlich eine Fanfiction von Twilight gewesen. Ich fand es trotzdem irgendwie nicht so, dass in dem Buch die Charakterzüge waren vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt wie in Twilight, aber das Aussehen fand ich schon irgendwie anders beschrieben. Und das habe ich im Film überhaupt nicht gesehen. Also ich fand vor allem die Eltern von dem Christian sahen total aus wie die Eltern von Edward aus Twilight. Und auch die Mia, ich weiß auch nicht. Also irgendwie hat mich das alles sehr an Twilight erinnert und das fand ich irgendwie schade. Die Schauspielerin von Anna, die fand ich überraschend gut, muss ich ehrlich sagen. Sie hat sehr gut das Schüchterne und dieses, ich weiß nicht, Eingeschüchterte rübergebracht. Am Anfang vielleicht ein bisschen zu überspitzt, aber nachher ging das ganz gut eigentlich. Die Berührungen, die sie dann allerdings verspürt hat, von Peitsche oder sonst irgendwas, die waren, finde ich, ein bisschen übertrieben. Also die hat sich da manchmal geregelt, wo ich dachte, ja,
war vielleicht ganz schön, aber so wie die da abgeht, ja. Also man hatte auch manchmal das Gefühl, auch wenn es jetzt keine Schmerzen sind, sie hätte Schmerzen. Das fand ich irgendwie ganz komisch. Was ich ja noch cool fand, war dieses Snackende, was Anna hatte. Also zum Beispiel, dass diese SMS an Christian geht, so, ja, schön dich gekannt zu haben, ne? Tschüss. Und dass sie das in Wirklichkeit ja gar nicht so meinte. Und das hat sie, finde ich, sehr gut gespielt. Sehr, sehr gut. Zu Christian kann man eigentlich nicht wirklich viel sagen. Es ist halt eine dominante Art und Weise und auch diese Arroganz, die bringt der Schauspieler sehr gut rüber. Was mir halt irgendwie fehlt und was ja auch ziemlich viele schon gesagt haben, ist, dass, ja, dass das Aussehen überhaupt nicht passt. Also die Augenfarbe passt nicht, die Haarfarbe passt nicht. Und im Film hat er mich auch sehr an Robert Pattinson erinnert. Also total Twilight-mäßig und das fand ich echt schade. Also ich hätte mir da irgendwie so einen mal etwas cooleren Typen vorgestellt als Robert Pattinson. Also, nee. Mein Fazit ist, dass es besser ist, als ich erwartet habe, weil ich dachte, das wird so ein bisschen wie die Twilight-Verfilmung damals, die ja eigentlich schon sehr katastrophal war. Und ja, wer das Buch mag, der mag bestimmt auch den Film.